Servus miteinander und willkommen zurück bei Elden Ring. Wie ihr seht, wir sind gerade immer im Bosskampf und sind wir nur noch beim Feuerriesen. Der hat uns ja die letzten Male gut die Prügel ausgeschmissen, deshalb geht's jetzt mal weiter. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall eine echt harte Nummer, der Typ. So, ich habe jetzt mal eine Idee, ihn erst auf die Hälfte selber runter zu klopfen und eventuell dann mit Hilfe. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist. Naja, wir probieren es. So. Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Trick. Hat mir ein Kumpel erzählt. Und zwar, wenn jetzt gleich anfängt zu schießen. Problem.
extrem low bin. Und ja, er ist noch lange nicht tot. Scheiße. Wie mache ich den Kalb? Der ist so schwer. Schießt du oder schlägst du? Das ist ein richtiger Drecksack. Leute, Leute, Leute. 3:30, eine Stunde machen wir jetzt das. Wir versuchen es einfach mal. Ob wir den irgendwie hinkriegen. Der ist echt eine harte Nuss, ne? Also. Das ist mal echt jetzt ein Boss. Gut, ich hasse sowieso große Bosse, ne? Also diese Riesen und so, das geht mir alles voll im Sack. Mal schauen, wo meine Seelen hin sind. Wo sind meine Seelen? Sie.
spielt ja voll hier und rastet voll aus und so. Genau, den Scheiß hier. So. Und jetzt eigentlich bin ich gut zurechtgekommen in der letzten Runde. Er schießt nämlich jetzt zweimal. Und jetzt macht er Kugeln laufen, ne? Aufstehen. Okay, jetzt helfen. Ist der eigentlich machbar? Das Problem ist, wenn du dich halt einmal triffst, ist es vorbei. Scheiß Kugeln, die mag ich überhaupt nicht. Nicht schießen. So.
und er schießt gleich. Schieß. Schießt er? Jetzt. Weg hier. Wieder Kugel-Action. Geht mir schon echt hart auf den Sack, ne? So ist nicht. Dass ich überlebt habe, ist ein Wunder. Ich muss es besser timen. Ich muss es besser timen. Weg! Feuer, Alter. Das bin ich so im Sack. Scheiße.
Geh doch! Jetzt das ist so ein dummes Arschloch. Ich hasse diesen dummen Riesen. Wenn der dich einmal mit dem Feuer erwischt, dann bist du gleich fast hinüber. Wie so ein Drache. Das ist eigentlich ganz genauso wie mit dem Drachen vergleichen. Ein Fehler und du bist hinüber. Scheiße.
geht mir so auf den Sack. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr mir dieser Boss auf den Sack geht, ey. Ich habe auch echt keine Technik oder Taktik gegen den Deppen. Am liebsten würde ich mit dem Pfeil im Bogen die ganze Zeit auf ihn schießen. Aus der Distanz. Aber das wird nicht machbar sein. Wir machen ja keinen Schaden damit. Der kostet mich jetzt einige Tode, dieser Drecksack. Dreh mich mal um 180 Grad, na klar. Aber die Erde. Nein! Oh Gott, bin ich ein Vollidiot. Ja. Hört man die Verzweiflung etwas? Das ist tatsächlich jetzt da. Ich habe echt keinen Bock mehr auf den Typen, ne? Das ist wirklich ein Drecksboss. Also. Das Dumme ist halt, ich muss da unbedingt hin. Oh, so eine Scheiße. Seelen? Oh Gott. Was sind die? Die müssen doch hier sein. Hier abgestürzt. Hier ist sie. Schlägt halt durch alles durch. Ey.
Paladin. Gleich sind die meine Marionetten weg. Dann will bloß ich ihn her. Eigentlich kann ich hier sterben. Das hat eigentlich keinen Sinn. Schau mal, ich habe nichts abgezogen. Nichts. Das hässliche Drecksviech. Thank you.
Kugel. Schaufel und Rand. Der Affe. Zweimal und macht zwei Kugeln. Eine Kugel, wenn mich trifft, ist vorbei. Das ist das Problem. Weg. Jetzt Attacke. So. Scheiße, hat er gemacht.
Schön, dass du es gemacht hast. Schießt du wieder auf mich? Leuchtkügelchen. Du schießt. Okay. Alter, was ist denn das? Ekelhafteste Boss, den ich überhaupt kenne. Jetzt muss ich es an den Scheiß gewöhnen. Scheiße.
Scheißkugel gemacht. Der war knapp. Weil ich schwitze wie Schwein.
einmal eine zentrieren. Noch einmal eine. Schieß. Alter Vater, ey. Also jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal steil hier weg. Und zwar absolut. Holy shit. Oh. Puh, ein ekelhafter Kampf. Oh Mann, ey, Mann, 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 ey. Das war ja was. Warum? Angriff? Warum? Das funktioniert. Aber hier nicht mehr. Das ist ja voll assi, oder? Ich will Geschicklichkeit machen und ich habe nur Immunität mehr. Keine Skalierung mehr für Waffen. Machen wir jetzt was anderes. Vielleicht muss ich ja tatsächlich dahin. Greetings, do you here for speech? Kann ich nicht. Well, I took you no matter it's out your arm. Erstmal verkaufen wir den ganzen Müll. Der Schwert ist voll krank, oder? Löst Blutverlust aus, volles Zauberkatana, scheiße hier. Ich brauche einen Dunkelschmiedestein, Stufe 9. Sonst kann ich nichts machen. Toll. Gut, dann zurück, back to business. Wo muss ich da hin? Hier, glaube ich, war es, ne? Hier. Hauen wir einfach in Kraft rein. Zweimal in Kraft, oder wie? Krass, dass das nicht funktioniert. Stärke funktioniert schon, ja? Oben wird blau. Bei Angriff. Aber wenn ich auf Dinge geschickt gehe, wird meine Waffe nicht stärker. Das ist zum Kotzen. Dann hau ich da einmal rein. Und da einmal rein. Und Inventar. Da war ja was. Wir haben ja keine Ding mehr. Fuck, wir rennen hier jetzt mit 87.000 Ding rum. Super. So, schauen wir kurz da hoch. Was wir jetzt da erreicht haben dadurch. Und dann war es das auch schon für diese Runde.
was ist denn das? Was wollte denn der Kackvogel von mir? Stimmt nicht mit ihm. Soll sie ihn auskennen? Das ist das erste Mal, dass der mir hier nachfetzt. Ich hab gesehen, dass Leute diesen Riesen cheesen, ja, also Glitch ausnutzen oder Bugs ausnutzen. An die Leute habe ich nur folgende Nachricht. Ihr seid die größten Lappen der Welt, Junge. Ihr schämt euch im Grund und Boden, ihr Muschis. Wirklich. Wie kann man so assi sein und wie kann man so unehrenhaft sein? Ein From Software so zu spielen. Spiele so zu spielen. Oh! Oh, leck. Was muss ich da jetzt tun? Das hier kenne ich. Hier hat Frodo seinen Ring reingeworfen. Halt, was kann ich hier? Ich kann hier reden. Mit. Ah. I have long observed this world is undead. Are you prepared to commit? Very well. Ich bin bereit. Let my hand. Toll. Und jetzt? You're dead. Wärm dir mal die Hände. Na? Oh Leute, sie ist voll on fire. Oh, Erdenbaum, ihr sollt brennen. Robot Blutti. Die Dornen wegmachen, ey. Hallo? Mehr nicht. Mach doch nur die Dornen weg, dass ich da rein kann. Und for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. Jetzt geht's drauf, oder wie? Ja, anscheinend. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. My bla bla. Goodbye.
fixen Willen. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. Aussuchen, wohin ich springe, oder was? Da? Das wäre gefährlich. Und da? Boah, als ob ich da hingegangen wäre. Kein einziges Leuchtfeuer. Ich möchte nach Hause. Ja, Mann. What? Keine Gnade voraus. Super. Schon mal geil. Mega klasse. Meine 100.000 Seelen. Macht das richtig Spaß ohne Gnade. Was ist denn das hier? Ist hier kein Leuchtfeuer. Ordentlich Schläge. Ich hab die Idee. Diesmal macht es sogar diesmal Sinn, glaube ich, irgendwelche Kackpfeile zu nehmen. Hier, sowas. Den hier. Hui! Ja, super. Der hat ein Item und der fällt, das fällt runter.
Ragdance machen. Du sollst herkommen. Right. Vorsicht vor links. Oh, Scheiße. Sofort. Ich will mich unbedingt das Leuchtfeuer erreichen, lebend. Scheiße, Mann, ey. Oh, Gott sei Dank. So, Leute, hauen wir ein Level Up rein. Ja, oder auch. Oder auch nicht. Okay. Okay, egal. Ich verabschiede mich erst einmal bei euch. Ciao, ciao und hey, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich glaube, das ist die Endebene. Wir sind weit gekommen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ciao, ciao.